Hallo liebe YouTuber, ich habe heute ein Aufgebraucht-Video für euch und sowas habe ich noch nie gedreht. Einfach aus dem Grund, weil seitdem ich mit YouTube angefangen habe, sammle ich meine Sachen, aber irgendwie leere ich irgendwie nichts. Also ich weiß auch nicht wieso. Also ich weiß, dass ich zwei, drei Sachen mal geleert habe, aber dann habe ich es weggeschmissen. Und die Sachen habe ich jetzt gesammelt und es ist jetzt schon einiges geworden. Da sind langweilige Sachen dabei, aber auch weniger langweilige Sachen dabei und ich kann euch ja immer dann eine Review dazu abgeben, wie ich das gefunden habe und das finde ich auch immer sehr, sehr interessant und ja, dann beginne ich einfach mit den unspektakulärsten, würde ich sagen, und das sind Abschminktücher und zwar benutze ich immer noch die Balea Young belebende Reinigungstücher mit Vitamincocktail, sanfte, schnelle Reinigung, entfernt wasserfestes Make-up. Und zwar die hier. Das sind die billigsten. Es gibt ja noch einmal in weiß und einmal in grün. Und ja, davon habe ich jetzt inzwischen drei Stück. Das sind aber solche Reisegrößen für 60 Cent und das kostet 1,25, glaube ich. Und ich bin eigentlich zufrieden mit denen. Aber was mich halt stört, ist, dass ihr hier so einen leichten Film auf der Haut habt. Und es brennt leicht in den Augen. Aber am Anfang war es nicht so und es kommt mit der Zeit irgendwie. Meine Abschminkroutine ist total simpel, also normalerweise gehe ich mit einem Abschminktuch drüber und danach gehe ich nochmal mit einem Wattepad drüber, also entweder mit einem Reinigungsöl oder mit einer Reinigungsmilch oder mit irgendeinem Fluid, was es auch immer gibt. Und dann ist dieser Film eigentlich weg und eure Haut fühlt sich einfach frisch an. Und vor kurzem habe ich mir auch noch das Balea Reinigungstuch in Weiß gekauft und ich muss sagen, also hier steht für trockene und sensible Haut und ich finde es schlecht. Also meine Schminke bekommt es gar nicht runter. Und wenn, dann rubbel ich so stark und irgendwie bräuchte ich dann zwei oder mehrere. Also da kann ich euch auf jeden Fall das empfehlen, weil das hat bei mir genauso gebrannt. Obwohl da steht ohne Alkohol und ohne Parfüm. Aber ja, also ich finde von den beiden die rosanen besser und die weißen nicht zu empfehlen. Ich teste auch zurzeit die Nivea Abschminktücher, aber das kommt dann in meinem nächsten Aufgebraucht-Video. Okay, in diesem einem Jahr habe ich circa 3 Packungen Wattepads verbraucht. Ich würde sogar sagen noch mehr, aber ich habe die wahrscheinlich weggeschmissen. Bei mir geht sowas von schnell leer, also auch aus dem Grund wegen Nagellack und Abschminktücher und bla bla bla. Also eigentlich benutze ich das nur für Nagellack und für mein Make-up. Und ja, ich finde die von DM eigentlich am besten. Also ich hatte schon mal ein paar andere, aber ja, ich kaufe sie eigentlich immer bei DM und die sind auch sehr günstig und ich mag die total gerne. Kommen wir jetzt zu Trockenshampoo und da habe ich auch 3 Trockenshampoos aufgebraucht und 2 davon sind von Swiss Opal, bekommt ihr bei DM und Müller, und Alge Marina bekommt man bei Rossmann, soweit ich weiß. Wenn es das noch woanders gibt, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, aber ich weiß nur, dass es bei Rossmann gibt und einige von euch haben mal geschrieben, dass ich es auch bei DM kaufen kann, aber ich weiß noch nicht. Ich kann alle 3 empfehlen und ich habe auch noch das blaue von Balea da, also dieses weiß-hellblaue, und das habe ich auch noch in meinem Top-Flop-Video mal erwähnt und ich habe es immer noch da, weil ich das nicht aufbrauche, weil das ist total schlecht. Auf jeden Fall kann ich euch die 3 empfehlen, also ich mag eigentlich alles sehr gerne und ja, 3 Stück habe ich auch gebraucht. Dann kommen wir mal zu den Zähnen und ich benutze als einzige in der Familie hier so ein eine Mundspülung und ich mag die sehr gerne, also von Listerine. Ich habe hier auch noch ein anderes Mal gehabt, was meine Mutter gekauft hat und das ging gar nicht. Also von Listerine kann ich euch super empfehlen, da habt ihr echt einen frischen Atem und ihr fühlt euch auch frisch und es ist nicht so komisch frisch. Und ja, das bekommt ihr auch bei DM. Ich habe das immer so im Angebot im Zweierpack für 3-4 Euro bekommen und das ja, hält schon sehr lange bei mir. Dann haben wir, also meine Familie und ich, eine Zahnpasta geleert, und zwar von Odol Med3, und zwar in der Geschmacksrichtung Mint. Und ich habe euch ja gesagt, meine Mutter ist so ein Gewohnheitsmensch, die kauft immer Odol Med3, entweder die oder die silbernen. Und ja, damit putze ich mir meine Zähne, also mit dem hier. Und ich mag die sehr gerne, also ich kenne auch andere, die ich nicht so gern mag, weil es einfach nicht
24 Stunden eurem Atem frisch hält. Also manchmal bildet sich ja dann so Zahnbelag, würde ich jetzt sagen. Und bei dem habe ich keine Probleme, dass ich das nicht bekomme. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne, aber keine Ahnung, wie viel das kostet, weil meine Mutter das immer kauft. Dann kommen wir mal zu Finger oder beziehungsweise zu Nagellack entfernen. Ich habe hier eins von Essence aufgebraucht. Hier, ja, da ist noch was drin, irgendwas mit Erdbeer oder so. Ich glaube, das gibt es schon lange nicht mehr, aber ich habe hier so viel rumfliegen und dann entdecke ich das wieder und ich kann es ja immer noch benutzen. Und hier noch ein Nagellack-Entferner von Evelyn, die günstigsten für 65 Cent und ich finde sie sehr, sehr gut. Ich liebe diese Nagellack-Entferner von Evelyn, aber die blauen, also die ohne, also ja, die ohne Aceton finde ich richtig, richtig schlecht, weil da rubbelt ihr und rubbelt ihr und rubbelt ihr. Klar, es ist vielleicht gesundheitsfreundlicher als das hier, aber ich finde den echt gut, also mit denen habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten und der ist sehr günstig und ich mag den total gerne und bei dem, keine Ahnung, den habe ich jetzt einfach mal aufgebraucht, aber ich empfehle euch den. Und ja, dann kommen wir zu Wimperntuschen, die ich aufgebraucht habe und es sind hier 4 Stück. Und zwar alle von Maybelline Yare. Hier meine Lieblingswimperntusche. Die Lina finde ich auch gut. Hier 2 gelbe. Ich weiß gar nicht, wie man merkt, dass Wimperntusche leer ist. Aber bei mir sind die, glaube ich, eingetrocknet. Also bei der Bürste merkt ihr das sehr. Also dass sie so eingetrocknet ist. Aber die Wimperntuschen, also die 4 hier, haben mir, glaube ich, auch ein Jahr gehalten oder so. Also wirklich lang. Ich besitze die schon mega, mega lang. Ich habe eigentlich noch nie Wimperntusche weggeschmissen. Und ja, wie gesagt, die 4 haben mir, ich würde auch noch sagen, über ein Jahr gehalten. Obwohl ich jeden Tag meine Wimperntusche. Also ich tue sie immer kombinieren, keine Ahnung wie. Aber irgendwie ist es immer unterschiedlich, auf was ich Lust habe. Und ja, Wimperntusche von Maybelline, ja, die kann ich allgemein sehr empfehlen. Kosten 10 Euro, aber das rentiert sich auf jeden Fall. Dann habe ich ein Haarprodukt leer gemacht, beziehungsweise meine Schwester und ich. Und zwar nennt sich das reparierende Spülung ohne Einwirkzeit von Garnier Fructis. Für trockenes, strapaziertes Haar Oil Repair. So sieht das aus und ich mag das ganz gerne. Also ihr wisst, ich benutze zurzeit mein Aussie Intensivkur oder was auch immer und die mag ich auch sehr gerne, aber die macht euer Haar echt geschmeidig und da hatte ich auch immer das Gefühl, dass es halt was geholfen hat und das ist auch sehr angenehm vom Geruch her, auch vom Auftrag und auch vom Tragegefühl und auch danach halt. Also das Produkt gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich würde es mir sogar nachkaufen, aber ich würde einfach noch andere ausprobieren, einfach um das perfekte Shampoo zu finden. Aber falls ihr auch eine Spülung sucht und eure leer gegangen ist, kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde sie sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch eine Maske und zwar diese Heilerde. Diese Heilerde-Maske hier. Die mag ich auch sehr gerne. Danach fühlt euer Gesicht sich sehr sauber an und sehr gepflegt. Aber ich muss halt hinzufügen, dass ich nicht so häufig Masken benutze und deswegen, ja, also weiß ich nicht. Ich würde mich mal durchtesten, wenn ich Masken benutzen würde. Aber falls ihr Probleme mit der Haut habt und so, könnt ihr mal ein paar Masken kaufen. Die, mein Gott, die kosten 1 Euro oder so. Und ja, ich glaube, da werden eigentlich fast alle gut. Also könnt ihr euch mal durchtesten. Und das allerletzte Produkt, was ich euch zeigen will, ist halt hier so ein Öl. Da ist zwar jetzt noch was drinnen, aber ich kann nicht mal da drauf sprayen, dass was rauskommt. Ich müsste es erst aufschrauben, also ist es für mich leer. Ich werde es natürlich noch aufbrauchen, indem ich das hier aufmache, aber jetzt nicht. Und ja, ich weiß nicht, von wo ich das habe, aber falls es euch interessiert, das ist von Banana Boat im Tanning Oil. Experience the Island, Lichtschutzfaktor 8 und Waterproof steht hier drauf. Also hier so ein, weiß nicht, so ein, ist halt einfach braun, aber da könnt ihr ja einfach jedes x-beliebige Körperöl kaufen. Und
Ja, empfehlen würde ich das euch jetzt nicht. Ich würde es mir auch nicht nochmal nachkaufen. Ich würde da lieber zu Nivea oder L'Oréal Paris oder irgendwie sowas wechseln. Das war auf jeden Fall mein Aufgebraucht-Video. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, falls ihr bessere Produkte habt. Ein besseres Trockenshampoo, einen besseren Nagellackentferner oder einen besseren Abschminktuch oder so. Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich würde es liebend gern testen und es auch aufbrauchen und dann euch meine Meinung dazu sagen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war, ich weiß nicht, ob es langweilig war, weil irgendwie sind es so Alltagssachen gewesen. Aber ist ja auch egal. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.